Hallo, meine Lieben. Ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Schön, dass du dieses Video gefunden hast. In diesem Video werde ich dir etwas über die Methode von Chakra Yoga Nidra erzählen. Und zwar, wenn du zum Beispiel mit deinen Chakren arbeiten möchtest, wenn du auch dort Blockaden lösen möchtest, wenn du deine Chakren aktivieren möchtest, ist genau dieses Buch das Richtige für dich. Wenn du aber auch einfach nur nach tiefen Entspannung suchst, nach Entspannung auf allen Bereichen, ist dieses Buch auch genau das Richtige für dich. Das ist hier eine Entspannungsmethode, die dir helfen wird, ja, diese Methode wird dich auf jeden Fall ruhiger machen, ja, das schon, das steht fest, du wirst ruhiger und gelassener werden durch diese Methode, durch Chakra Yoga Nidra, und dadurch könntest du natürlich mehr mehr Energie bekommen oder natürlich auch im Alltag mehr Entspannung haben und dadurch auch mehr Kraft. So würde ich das hier beschreiben. Chakra Yoga Nidra, das ist hier eine Weiterentwicklung von Yoga Nidra, ja. Wenn du Interesse dran hast, wie das Ganze entstanden ist, wo das herkommt, in dem Buch wird alles erklärt. Aber ansonsten, wenn du dich das zum Beispiel nicht interessiert und du einfach nur an der Entspannung interessiert bist, dann habe ich hier für dich in diesem Buch eine CD. Diese CD wird dir dabei helfen, ganz schnell dich zu entspannen. Du brauchst diese CD nur einzulegen und schon kann es einfach losgehen. Natürlich kannst du dich auch hier mit dem Buch vertraut machen, ja, mit den Methoden, wie das wirkt, das ist natürlich förderlich, ja, aber wenn du einfach nur Entspannung suchst, kannst du einfach diese CD einlegen und schon geht es los. Also dieses Buch bietet dir einfach eine Praxis, ja, die dich sehr schnell auf jeden Fall beruhigen wird. Ja, also du wirst zur Ruhe kommen und dadurch kannst du vieles schaffen. Also diese Methode Chakra Yoga Nidra, sie wird deine Verspannungen auflösen, und zwar Verspannung auf der seelischen Ebene, auf der geistigen Ebene. Du wirst dich frischer und vitaler fühlen nach der Praxis, ja. Es gibt hier drei Methoden. Die kürzere Variante gibt es, die längere Variante, und dann gibt es auch noch eine Variante für deine Aura. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Hier mit dieser Übung wirst du deine Aura ansprechen. Wenn du mehr Interesse dran hast, an Aura und so weiter, findest du das auch alles hier in diesem Buch, die Erklärung und auch so eine Anleitung zu dieser Entspannungstechnik. Denn das ist hier eine Entspannungstechnik, die dein Leben auf jeden Fall bereichern wird. Das kann ich nur hier sagen, ja. Was dir diese Methode bieten wird, ist, dein Gedankenstrom wird langsamer bzw. hört auf, ja. Dieser Gedankenstrom, manchmal ist der Gedankenstrom nicht so gut. Negative Gedanken, Gedankenkreisen. Du kannst dich von bestimmten Gedankengängen nicht befreien. Durch diese Methode wirst du dich von diesen Gedanken befreien können. Sie werden leiser, sie werden stiller, sie hören auf. Und dadurch kannst du auch neue Ideen, neue Gedanken dann auch zulassen, annehmen. Du wirst kreativer werden auf jeden Fall, ja. Deine Gedanken werden dadurch kreativer werden, weil du dich von den negativen Gedanken verabschieden wirst durch diese Methode. Mit dieser Methode kannst du aber auch auf der emotionalen Ebene loslassen. Die emotionale Ebene, das sind unsere Gefühle. Zum Beispiel negative Gefühle kannst du mit dieser Methode loslassen.
Also es ist wirklich ein fantastischer Tool, mit dem du hier arbeiten kannst, um dein Leben generell zu bereichern, sogar vielleicht zu verbessern. Ja? Und in diesem Buch wird zum Beispiel die Energie erklärt, wie die Energie fließt, was sie überhaupt ist. Wenn du zum Beispiel gar keine Ahnung davon hast, ja, dann wirst du hier so an die Hand genommen und einfach durchgeführt werden. Du gewinnst einen Einblick in die Energie, die uns umgibt und die auch in dir drin ist sozusagen, ja. Du kannst durch diese Übungen hier deine Lebensenergie stärken und dadurch auch erhöhen, ja. Also zum Beispiel Prana, das ist die Lebensenergie, von der hier gesprochen wird, und das Wort Pra bedeutet Konstante und Na bedeutet Bewegung. Also Prana, die konstante Bewegung, alles ist in konstanter Bewegung und du solltest es auch vielleicht sein, deswegen bist du hier. Du solltest ein bisschen mehr in Bewegung kommen, und zwar durch die Kraft der tiefen Entspannung, so würde ich das hier sagen. Hier werden aber auch natürlich, weil das ist ja eine Methode, die sich mit den Chakren beschäftigt, hier werden die Chakren erklärt, was das ist, wie das funktioniert, ja. Also Chakren sind feinstoffliche Energiezentren, die Energie speichern und ausstrahlen und so weiter. Du wirst hier so an die Hand genommen und es wird dir alles erklärt werden. Hier hast du eine Tabelle. Das ist hier wunderschön gemacht. Hier hast du eine Tabelle mit den unterschiedlichen Chakren. Also hier hast du Wurzelchakra, Basischakra, dann das Sexualchakra, dann Solarplexus, dann Herzchakra, Hals- oder Kehlchakra, Stirnchakra und Kronenchakra. Es wird alles erklärt, welche Farbe zugeordnet wird, wofür jedes Chakra steht. Zum Beispiel das Kronenchakra steht fürs Bewusstsein und die Spiritualität. Das Halschakra steht für Kommunikation. Kommunikation und Ausdruck, Herzchakra natürlich Liebe und Mitgefühl, ja. Also hier wird alles wunderschön erklärt, und das Besondere hier bei dieser Erklärung ist, dass auch jedem Chakra ein Laut zugeordnet wird. Damit kann man natürlich auch arbeiten, wenn man möchte, ja. Hier werden die jeweiligen Laute dem jeweiligen Chakra zugeordnet. Mit dem Laut aktivierst du dein Chakra auch, ja. Und wie die Chakren aktiviert werden, wirst du hier erfahren. Ja, du kannst die Chakren hier durch diese Übungen, durch die Hilfe von diesem Buch und von dieser CD, deine Chakren wahrnehmen. Ja, du kannst sie endlich wahrnehmen. Vielleicht weißt du nicht, wo sie ganz genau lokalisiert sind, und damit wird dir einfach gezeigt werden hier, wo die sitzen, wie sie sich vielleicht anfühlen für dich. Ja, das ist natürlich eine persönliche Erfahrung. Jeder nimmt das auch ein bisschen anders wahr. Schau einfach. Ja, und was auch sehr wichtig ist, ist die Chakra Yoga Nidra und die Spiritualität. Ja, denn das geht hier wirklich mit dieser Methode, geht es wirklich in die Tiefe für dich. Ja, es geht in die Tiefe, und es geht auch um dein Gleichgewicht, um dein seelisches und auch mentales Gleichgewicht. Das wird hier alles ins Gleichgewicht gebracht. Manchmal spreche ich davon in meinen Legungen Ausgleich, ja, oder die innere Mitte finden, oder einfach sich zentrieren, und das mit dieser Methode kannst du das. Und ja, diese CD, die kann ich nur empfehlen, ja. Ich habe natürlich schon angefangen mit der Praxis, das bringt mich enorm weiter. Also falls du daran interessiert bist, ja, einfach
Vielleicht einfach nur dich zu entspannen. Ja, einfach nur Entspannung finden im stressigen Alltag. Dieses Buch ist wirklich etwas Wunderbares, um diese tiefe Entspannung zu erfahren. Ja, mehr möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, das Wichtigste habe ich hier erwähnt. Ja, schau dir das Buch gerne an, wenn du magst. Und ja, das Buch kommt vom Windpferd Verlag und ja, die Autorin, nicht nur die Autorin, sondern die Person, die das Ganze entwickelt hat, diese Methode, ja, das ist die Barbara Kündig. Sie wird auch hier in dem Buch vorgestellt, ja. Und auch so ein bisschen erzählt ihre Geschichte, wie sie dazu gekommen ist und auch ihre Erfahrungen teilt sie dir hier mit. Also wenn du Interesse haben solltest an diesem Buch, an Tiefenentspannung, auch an einer gewissen Befreiung, ja, dann ist hier dieses Buch genau das Richtige für dich. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Viel, viel, viel Entspannung. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.